Ja, moin Leute, euer Bionix am Start. Heute habe ich ein Video für euch, aber ich brauche ein kurzes Vorwort. Denn, wie ich schon im Stream angekündigt habe gestern Abend, werde ich jetzt in eine kleine Sommerpause gehen. Ich habe ein bisschen YouTube vorproduziert, ich hoffe, es reicht aus. Denn, wenn ihr das hier seht, sitze ich schon im Flugzeug auf Dienstreise. Und wenn ich dann nach anderthalb Wochen endlich wieder zurückkomme, brauche ich die erste Woche Urlaub in diesem Jahr. Das heißt, ich bin insgesamt knapp 2,5 Wochen nicht da. Bedeutet, diese Woche Donnerstag und die nächsten 2 Wochen fällt der Stream auf Twitch leider aus. Und ich bin dann in der letzten Septemberwoche wieder da für euch. Wie gesagt, YouTube kommen hoffentlich trotzdem ganz gewohnt Montag, Dienstag, Montag, Mittwoch, Freitag die Videos. Das heißt, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Also, wenn ihr es nicht verpassen wollt, geht unten in den Link zu Twitch. Lasst dort ein Follow da, dann seht ihr, wenn ich wieder online bin. Und ansonsten natürlich gerne hier ein Abo dalassen, wenn euch der Content Spaß macht, würde ich mich sehr freuen. Und ich werde natürlich, sobald ich kann, auch abends im Hotel immer mal auf Dienstreise YouTube checken und eure Kommentare beantworten. Das heißt, gerne kommentieren, wenn euch das hier Spaß macht. Ich freue mich immer sehr über Feedback, ihr seid sehr, sehr lieb. Und ich bin sehr froh, dass wir hier so eine coole Community sind und weiter wachsen. Von daher, habt ganz viel Spaß bei dem Video. Ich bin raus, wir sehen uns nach der Sommerpause. Es ist eigentlich ein Quillbohr. Ist es ein Quill-Game oder ist es was anderes? Es ist kein Elementar-Game. Elementare werden von Quills zerstört. Ah, Undead. Könnte auch ein Undead-Game werden. Nur nicht vor die Haustür gehen, dann geht's mit der Hitze. Ja, wenn die Bude kalt bleibt, okay, aber das ist ja auch nicht jedem gegönnt. Thorn Captain ist ein okay Start eigentlich. Vor allem, wenn man so einen Luxus mit diesem Secret hier hat. Snuggles, danke für 22 Monate. Bald sind die 2 Jahre voll. Sehr, sehr geil. Danke für deinen Support. Specking, guten Abend. When a friendly minion is attacked, könnte auch bedeuten, dass wenn wir zuerst angreifen, gar nichts passiert. Ah, er nimmt nichts, weil er eh verliert. Das ist geil, weil dann habe ich jetzt dadurch ein Secret genommen, was nächste Runde noch aktiv ist. Und kann jetzt Secret stacken. In dem Fall gewinne ich hier sowieso und kann jetzt noch wählen. Das. Ja. Und auch da könnte sein, dass wir... Ja, das löst wahrscheinlich auf jeden Fall aus. Die Frage ist, ob das auch auslöst. 50-50 Chance. Und wie geht's meinem Lieblingsstream heute so? Erstmal vielen lieben Dank, aber wie geht's mir? Okay, ich bin ein bisschen platt, aber soweit ganz gut. Die Wette ist schon da und da sehen wir auch direkt Lissi. Lissi, guten Abend. Schön, dass du da bist und auch Hallo sagst. Ich freue mich sehr. Wie geht's dir? So, ja, dass ein Secret auslöst, war klar. Aber wir konnten wieder eins in den nächsten Turn mitnehmen. Das macht uns erstmal stark. Jetzt wird es auf jeden Fall auslösen. Man kann entweder den verkaufen, den einen... Das eine Skelett oder man macht das als Double Buy. Ja, so ist man schon eher in einer bestimmten Richtung, ne? Gut. Dilling, grüß dich. Ich lebe. Es ist schon mal ein guter Anfang. Gute Grundlage, sagen wir mal. Aufgegangen. Wie so eine doofe alte Wunde. Richtig dämlich, komplett hier einmal entlang verbrannt. Schon ein paar Wochen her. Aber das ist jetzt irgendwie wieder aufgegangen. Eklig alles. Eklitsch.
Na gut, jetzt kriegt die das volle Programm um die Ohren gehauen und hat keine Chance, überhaupt zu gewinnen. Warum ich das mache? Keine Ahnung. Dummheit. Einfach nur Dummheit. Olgo, Nabend. Wie geht's, wie steht's? Eigentlich ist das immer der, oder? Weil man kann den, wenn man lucky ist, mit dem hier wieder beschwören. Das heißt, wenn man lucky ist, ich mache einfach Armor da drauf, dann Armor Spot da drauf, dann ist das immer die Unit, die stirbt und dann wird die auch immer beschwört. Primo, Nabend. Der Tipp so könnte wehtun. Hat wehgetan. Tipp bestätigt. Wenn man den hat, dann bekommt man das Trinket nicht. Ist das so? Quatsch. Man hat meistens nicht das Glück, das Trinket zu bekommen, aber es ist nicht so, dass man das gar nicht bekommen könnte. Nein, er stirbt nicht. Falsche Unit. Erfahrungswerte. Das stimmt, ja. Da hast du definitiv nicht unrecht. Krass, Alter. Double Thorn Captain ist so stark im Early. Und der hat halt auch gute Stats schon gemacht. Gut, gucken wir mal. Guck da mal rein. Schade. Ich hatte gehofft, dass das noch einer davon ist. Aber dann können wir so nämlich das extra Gold mitnehmen. Das war mein Spot, was ich nehmen wollte. Dann auf jeden Fall das hier. Extra Gold next turn. Und dann gucken wir. Ausgelaugt, weil in 2,5 Wochen Klausuren anstehen. Ah, plenty of time, Olgo. Plenty of time. Aber schön, dass das hier ein Ausgleich für dich ist. Freut mich sehr. Wie läuft's? Keine Ahnung. Erste Runde, du bist pünktlich. Mal gucken, wie es jetzt hier läuft. Ansonsten, ja, ich bin auch ausgelaugt. Bei mir steht endlich der erste Urlaub an in ein paar Wochen. Aber vorher noch Dienstreise. Aber ja, ich sehne es mir herbei. Das heißt aber leider für euch, dass ich auch 2,5 Wochen einfach nicht da sein werde. Aber ich brauche einfach, merke, dass ich bin dead. So, ich brauche den Ausgleich jetzt. Wieder nach Asien. Nee, diesmal in die andere Richtung. Über den großen Teich. Hast es dir mehr als verdient? Sag das meinem Chef. Komm mit. Ja, mal gucken, wie cool das wird. Das wird auch anstrengend. Ich bin jeden Tag in einer anderen Stadt. Ich fliege quasi immer hin, übernachte, bin morgens beim Kunden, fliege abends weiter in die nächste Stadt. Ich bin in, die Reihenfolge ist Philadelphia, New York, Boston, Atlanta, Washington. Ja, das müsste es sein. Leftmost Minion, Discover a Tavern Spell. Boah, da bin ich überall unentschlossen. Ich will 2-Drops discovern, aber die richtigen bitte. Mann. Wie viele von denen willst du mir zeigen? Er so, ja. Ich glaube nicht, dass er überleben wird, aber egal. Nächste Runde nochmal 2 2-Drops da rausholen. Nimm das nicht auf den 6-Drop, das dauert jetzt zu lange. Darf ich so lange auf den Hund aufpassen? Das wäre sehr nett, Lissy. Das wäre sogar sehr, sehr nett. Aber die Freundin bleibt leider zu Hause. Ich würde sie gerne mitnehmen. Aber das ist wirklich rein beruflich. Drachenmeier, grüß dich. Sorry.
War gerade so vertieft hier am Erzählen. Ja, Ostzeit geht noch. Also die Kollegen haben schon gesagt, ah, ich brauche den auch an der Westküste, aber ich habe gesagt, nee, ich kann nicht auch noch Westküste machen, die Zeitverschiebung ist zu heftig. Westküste werde ich daher dann nächstes Jahr noch machen. Ja. Hat es einer mal hingekommen, 7 goldene Frogger zu machen? Nee, noch nie, weil es aber auch wenig Sinn macht, 7 goldene Frogger zu bauen. Ich glaube, ja, jetzt, ab jetzt macht es schon auch keinen Sinn. Ich habe 4 Patient Scouts gehabt und keiner hat mir den Ancestral gegeben. Das ist schon traurig. Was war der Gegner? Was war mein Gegner? Snake Eye. Ich hab den Deck-Tracker nicht an. Axel, sag doch was. Boina, grüß dich. So. B-b-b-b. Lässt einfach nur, weil ich es kann. Eine Möglichkeit, oder? Kauf von denen einfach so. Oh, jetzt geht der Deck-Tracker an hier. Lass mich wieder in mein Game. Mit dem könnte man das gleiche auch machen, aber nee. Aua, Stacheleber. Ja, ich glaube, wir haben unser Luck schon verpasst, dass wir noch keinen einzigen. Ey, wie kann seiner bigger sein als meiner, obwohl ich schon den wie oft gerufen habe? Das macht doch alles keinen Sinn. Einfach ein Lulabot da drauf gepackt. Ich krieg das vom Scaling nicht eingeholt, weil ich keinen zweiten und dritten finde. Ist das dumm? Hatte so viel Frogger-Luck, dass ich sogar 4 Stück auf der Hand hatte. Ein einziger Frogger reicht. Ein goldener Frogger mit Reborn und ansonsten lieber andere Units, die wie Aras, Titus und Todesröcheln-Units. Bringt immer mehr, als einen weiteren Frogger aufzustellen. So. Ist auch alles nix. Hallo? Ja. Vielleicht kriegen wir es doch noch hin. Der hätte mir ja doch jetzt den Automaton von dem geben können, oder? Ist zu viel verlangt. Überleg gerade, brauche ich jetzt Board Space? Wenn ich das mache. When a friendly minion dies, return it to life with 1 HP. Und wenn ich das nicht mache, würde ich den Reborn nicht bekommen, richtig? Wahrscheinlich. Ich bin schon in der Ecke. Axel, alles gut. Letztes Geheimnis wäre passender gewesen. Ach so, das erste Minion, das attackiert wird, wird als 3-3er-Unit gespawnt oder sowas ist das, ne? Stimmt, das könnte man auch nehmen. Kommt der dann mit Reborn? Dann hast du sogar recht, dann machen wir das ab nächster Runde. Du hast vollkommen recht, Axel. Dumm von mir. Ich meine, das funktioniert jetzt auch, aber wenn er mit Reborn kopiert wird, dann ist es sogar besser, das andere zu nehmen. Gar nicht drüber nachgedacht.
Get a Bite Scale Special. Your first two spells each turn cast twice. Das ist doch gut für den Kram, oder? Der geht. So. Der hat jetzt twice gecastet. Oh, da habe ich ein paar. Sehr gut. Die noch spotten vielleicht. Gucken wir, was hier drin ist. Oh, ein paar Deep Blue Sachen haben wir jetzt. Dann können wir jetzt. Muss man gucken. Automaton. Braucht mehr Zestis eigentlich, ne? Ah, vielleicht kriegen wir auf den noch Reborn. Kriegen wir. So, jetzt hat Axel natürlich recht. When a friendly minion is attacked, summon a 3-3 copy. Macht natürlich viel mehr Sinn. Jetzt hätte ich. Komm, ich nehme da Spot wieder runter, damit auch wirklich der angegriffen wird. So. Genug gequatscht. Wir wollen. Gut, ich habe natürlich viele Deep Blue Spells daraus gekriegt. Ich werde nicht leveln, damit ich nicht Tavern 5 und 6 Spells daraus bekommen kann, sondern maximal Deep Blue Spells. Das ist jetzt der Plan. Der Spot war nicht gut. Ist schon wieder weg. Keep it up, your minions are dependent on you. So, er hat schon fast den. Kommt der mit Reborn? Ja, dann ist er geisteskrank, okay. Wir haben halt leider keinen Titus und wir haben keine Kangor. Dafür haben wir den. Jetzt müssen wir uns entscheiden, ob was vielversprechender ist. Ob Ancestron vielversprechender ist oder Naga. Wir haben das Setup für beide. Der spawnt jetzt 4 Stück. Das ist wild. Sehr schön, die Deep Blue Spell bekommen. Sehr schön, die Deep Blue Spell bekommen. Und du bist tot. Holy shit. Holy shit. Tja. Don't be greedy. Achso, das kriegt man auch nur einmal, ne? Die beiden Dinger. Und dann nie wieder. Okay, macht ja nix. No hire one of those minions to join our team. Sing the deep blues. Macht das Sinn? Nö, ne? Noch nicht. Erstmal müssen wir versuchen, Zestis zu bekommen. Wenn wir das so machen und so. Dann kriegen wir es doch auch erst, wenn einer von den beiden stirbt und irgendwann haben wir Board Space und dann stirbt der andere und dann müsste es passen, oder? Guck mal, vielleicht fliegen die jetzt gleich auch. Die sind nur ganz nice, solange man noch den Bild entwickelt. Also das Schmuckstück bringt jetzt nur noch, dass meine Spells twice casten. Der Spell, der einem 3 Spellcraft gibt, der ist dann nur dafür da, um das einmal kurz zu kickstarten. Zum Glück habe ich da möglichst viele Deep Blue Spells rausgeholt. Aber den kriegst du jetzt nicht immer wieder, ne? Sondern du kriegst nur einmalig diesen Spell. Und dann musst du gucken, dass du das jetzt ins Rollen bringst. Und das ist auch, dieses Doppelt-Casten ist eigentlich nur sinnvoll für Deep Blue Spell, für nichts anderes. So ein doppeltes Gottesschild gibt's halt nicht, ne? Deswegen, sowas funktioniert alles nicht. Aber sagen wir mal so. So wie es jetzt gerade aussieht, hat das mit dem Kickoff schon irgendwie funktioniert.
Gut, einfach nix. Gestorben, ihn einfach komplett weggemacht. So. Würde einen Rebound verlieren. Aber egal, oder? Wir machen das. Das kann man später mal mitnehmen. Ich suche eigentlich nur noch Zesties. Nee, das ist es nicht. Guck mal, wie langsam das scaled. Im Verhältnis zu dem, wie schnell das scaled. Ich muss schon Deep Blue machen hier. Ich würde schon eigentlich gern Lava Lurker nehmen, aber eigentlich ist der Zesty wichtiger. Natürlich auch einfach dem Leeroy Spot geben und den duplizieren. Das ginge auch. In dem Sinn gibt er dafür doppelt. Ja, genau. Einmal ist sogar noch left. Weil dann jetzt die ersten beiden doppelt eigentlich, aber bei mir ist sogar die ersten vier, die doppelt sind. Ned, grüß dich. Moin, moin. Vielen, vielen lieben Dank. 7 Monate. Vielen, vielen Dank. Ja, ich gehe absichtlich ohne Leeroy, einfach um den hier zu doublen und zu gucken, was passiert. Oh, 4 Gottesschilde. Und dann noch, das ist natürlich fies, dass er die Gottesschilde mitkopiert. Gut, sieht erstmal gut aus, dass ich relativ strong bin. Passt. Passt. Traurig, dass das nun unentschieden ist. Aber schon wieder ein Deep Blue Spell bekommen. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Wo sind sie da? The Zesties. Wie viele Leute spielen hier Naga, dass ich keine Zesties finde? Er, aber er hatte auch nur einen einzigen Zesty. Und sonst keiner mehr. Müssten eigentlich übelst viele Zesties im Pool sein. Oh. I like. Zumindest um den Lava Lurker mal permanent golden zu machen, kann man das machen. Dem Lava Lurker permanent Gottesschild zu machen, nicht golden zu machen. So, ich spiele erstmal das. So, der erste Spell, den ich spiele, der wird doppelt gecastet. Zack, zack. Zack, zack. Das hat sich schon mal gelohnt. Wichtig, auch den goldenen Spell zu verdoppeln. So, und jetzt. Ach so, ja, ich hätte. Auf der einen Seite wollte ich den goldenen Spell doppelt casten, auf der anderen Seite hätte ich den goldenen Spell natürlich lieber auf Lava Lurker machen sollen. Dumm. Aber so bin ich halt. Aber wobei, ich wollte ja diese Runde eh Lava Lurker Gottesschild geben. Passt. Hi Fifi, grüß dich.
Na, der Cleave wird da hinten leider alles killen, aber zumindest wird der Leroy... Ah, ne, er hittet in der Ecke. Ich hab gedacht, der Leroy macht das easy. Na gut. Gut, gut. Damit ist der nächste tot. Leider keinen Deep Blue Spell bekommen, aber wir kommen da schon hin. So langsam müsste noch ein Seste her. Ja, so langsam wäre schon gut. Wobei, so langsam geht das Spiel auch zu Ende. Schon wild. Wir sind immer noch auf Tavern 4, aber wir haben halt so hart amplifiziert durch die... Wo ist denn der Seste? Hier wird nicht. Da. So, zweimal habe ich gemacht, ne? Das heißt, da, das erste Trinket ist aufgebaut, da seht ihr in Klammern 0. Und hier seht ihr in Klammern noch 2 left. Das heißt, der castet jetzt noch einmal doppelt hier. Und dann noch einmal. Was macht man denn hier? Was macht man hier? Ich kann einmal rollen. Das is ist es nicht. Machen wir das. Was ist er? Ist er, er ist Undead eher als Quillbor geworden. Hätte ich nicht gedacht. Ja, gegen Undead. Ich hatte überlegt, gegen Quillbor hätte ich dem Leroy mit Reborn gemacht. Aber gegen Undead gehe ich eher auf Stats, oder? Komm, wir gehen auf Stats. It's your destiny to win this. This looks good so far. Ne, den Lurker nehme ich nicht mehr mit. Ich habe ja gar nicht genug Deep Blue Spells, dass das doch... Ach ja, doch, es castet doppelt auf den. Ja, wenn der mal den Golden kriegt auch. Ja, Ja, ganz ausgereift ist der Bild noch nicht, da gebe ich euch recht. Aber warum ausgereift, wenn man overpowered sein kann? Einfach die Sushi-Rolle macht den Bild. Let's go. Ja, man... Wenn man Double castet, würde ein goldener Lava-Locker halt beide Casts behalten, ne? Ah, er stirbt gegen Ghost und damit haben wir instant gewonnen. Was ein Game. Easy-Sushi-Rollen-Game in 13 Turns zu Ende. Das war eine richtig schnelle Runde, Leute.